Ja, vor einem halben Jahr habe ich hier einen Akkupack getestet. Ja, einen Akkupack. Sowas Langweiliges eigentlich. Zumal ich inzwischen ja einfach das MacBook Pro als Akkupack verwende. Es ist einfach, wenn ich auf Reisen bin, stöpsel ich da alles am MacBook Pro ein und es hat Strom und es ist perfekt. Ich brauche eigentlich keinen Akkupack mehr. Warum habe ich dennoch einen getestet? Nun, ja, seht selbst, den da habe ich ja getestet. Noch anschalten. Tada! Ja, was für ein cooles Ding, dieser Sharky Storm 2 Slim. Wirklich ganz cooler Akkupack, haben mich viele Leute drauf angesprochen. Ich hatte ja anfangs ein bisschen Bedenken, den auf Reisen dann mitzunehmen, weil er sieht ja schon ein bisschen aus wie irgendwas mit Sprengstoff und weniger wie ein Akkupack, aber hat überhaupt keine Probleme gemacht. Ich war damit in den USA und das Ding ist wirklich super praktisch. Ich habe es sehr, sehr gerne verwendet, große Freude daran. Ich bin vor allem Fan geworden dieses kleinen Bildschirms. Als ich neulich wieder ein Solarpanel getestet habe und nicht so sicher war, wie viel Leistung hat das Ding, ja, habe ich damit einfach den hier geladen und dann sieht man es ja gleich, dank dem Super Display habe ich hier ein wunderbares Messgerät. Also der Akku ist wirklich, für das ich anfangs dachte, ist einfach schön, um für nichts zu gebrauchen, hat sich der als ausgesprochen praktisch herausgestellt. Ich verwende ihn wirklich sehr, sehr gerne. Und dabei bleibt es natürlich nicht. Nein, die Firma Sharky, ich habe mir geschrieben, aber wir hätten auch noch einen großen. Magst du den mal anschauen? Habe ich gesagt, ja, aber da lassen wir uns ein bisschen Zeit. Ich muss erst mal den in aller Ruhe testen und schauen, wie er sich im Alltag schlägt. Nichts überstürzen. Nun, sie haben sich wieder gemeldet und ich habe gesagt, also komm, schickt mal den großen. Ich bin jetzt auch gespannt. Wie schaut der große aus? Was kann der große an Boxingmesser daher? Paket daher. Wir haben schon lange nichts mehr so klassisch angeboxt hier im Kanal. Ich habe schon fast Entzugserscheinungen. Okay, der ist schon merklich schwerer und vermutlich auch größer. Mal schauen. Fort mit dem Plastik und dann haben wir die Box. Hat sich jemand Mühe gegeben. Schön gemacht. Plumps. Schutzfolie ist auch noch drauf. User Manual. Habe ich ja damals gedacht, brauche ich nicht beim Sharky, aber weil es halt ein Display hat und man Sachen einstellen kann, werde ich das jetzt mal nicht wegwerfen. Und wir schauen erst noch, was sonst noch drin ist. Wieder eines dieser hübschen gelben USB-C-Ladekabel. Persönlich verwende ich einfach immer Thunderbolt-Kabel, weil dann können sie Daten und Strom, aber das hier kann sicher genug Strom, weil hier sind ja wieder 100 Watt versprochen. Dann auch immer sehr löblich ein Transport-Täschelchen. Täschchen, ein Säckli, wie wir sagen auf Schweizerdeutsch. Was für den anderen Sharky habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Wo habe ich es jetzt? Ich habe es extra mitgebracht. Prompt verlegt fürs Video. Naja. Ah, da hinten. Ja, dass das schöne Ding nicht dreckig wird, hat es da auch schon so ein Säckli dabei gehabt, was ich immer brav verwende. Das neue Säckli ist, ja, ich würde sagen, mehr oder weniger identisch. Sind sie gar nicht unterschiedlich groß? Jetzt wird es spannend. Also dicker ist das Ding auf jeden Fall. Deutlich dicker. Da ist noch eine Schutzfolie drauf, die machen wir gleich mal weg. Wow. Das ist ja ein Klotz. Und der hat jetzt mehr Anschlüsse. Das ist natürlich das Spannende. Der hat noch einen klassischen. Hattet ihr zwar auch da einmal USB-C, einmal USB-C, DC-In, dass man ihn auch an eine
klassische Steckdose direkt anschließen kann. Was sind sie eigentlich? USB-C in und out, USB-C out, USB-A out. Also mit denen da kann man nur laden, mit dem kann man den Akku laden und andere Geräte laden. Das ist natürlich praktisch, wer wie ich viele Geräte hat, der kann das natürlich nutzen, da so viele Anschlüsse. Ansonsten das Design auch wieder unglaublich. Ja, ist so ein bisschen nerdy halt mit diesen Transparenzeffekten, da wo man alle Sachen sieht, die drauf sind. Das Display ist auch wieder dran, schauen mal einschalten. Das ist das Storm 2, das da ist das Storm Slim, was ich da unten habe. Ja. Aus der Box ist er noch zu 63% geladen. So ein cooles Ding. Das gehe ich jetzt in aller Ruhe im Alltag testen, dann vergleichen wir mit dem Kleinen, was sind die Unterschiede, was bewährt sich jetzt mehr? Darf man den in den Flieger überhaupt mitnehmen? Muss ich dann auch mal schauen. Wie viele Batterien hat der drin? 2. Ja, muss ich dann auch ausmessen. So, auf den Test bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja, Raphael ist gespannt auf den Test von Batterien, aber wenn die Batterien so schön verpackt sind und eben auch noch hilfreich sind mit diesem Display, dann ist es wirklich spannend. Also ich gehe das mal in aller Ruhe ausprobieren und melde mich gleich wieder mit hoffentlich vielen positiven Erfahrungen. Ja, und da bin ich schon wieder mit den versprochenen Alltagserfahrungen zum Chargeek, zum großen, zum dickeren Modell. Ja, ich habe sie brav wieder im Täschli mitgebracht. Nicht, dass sie verkratzen. Weil wir müssen uns das Design nochmal in Ruhe anschauen. Das ist wirklich so ein Hingucker, das Ding. Ja, aber Design ist ja nicht alles. Packen wir den anderen noch schnell aus. So. Wie hat er sich im Alltag geschlagen im Vergleich zum kleineren Modell, dem Modell, was ich ja schon auf Flugreisen dabei hatte und ja, viel Übung damit habe. Ich habe es schon gelobt im ersten Teil des Videos. Nun, es ist eine Powerbank. Es hat halt einfach gemacht, was es soll. Darum, ja, was sind die Unterschiede? Erstens, da war ich mir ja nicht ganz sicher beim Unboxing, ob man es mit ins Flugzeug nehmen kann. Sie schreiben da Airplane Safe drauf. Hat 25.000 mAh. Das hier hat 20. Sollte also gerade noch flugzeugtauglich sein. Ich sage jetzt sollte, weil ich habe mir bei dem ja schon ein bisschen Sorge gemacht, weil das Design ein bisschen mutig ist. Und bei dem jetzt noch ein bisschen mehr. Aber ich werde das natürlich dann skrupellos für euch testen und es mit auf den Flieger nehmen, wenn sich die Gelegenheit mal wieder bietet. Aber aktuell noch keine Flugreisen geplant, darum hier noch ein bisschen Pause. Ansonsten, was halt wieder super ist, ist dieses Display oben. Ja, das ist ein Nerd-Ding und ein Technik-Tester-Ding. Aber ich finde es so unglaublich spannend zu sehen, wo Strom fließt, wie viel Strom was braucht. Und so habe ich ein viel besseres Gefühl, als wenn ich einfach zwei Geräte mit einem Kabel verbinde und hoffe, es funktioniert und vielleicht taucht irgendwo noch ein Blitz auf und das war's. Hier sehe ich wirklich, was passiert. Das ist für mich unglaublich lehrsam. Also darum, ich mag das. Aber klar, es kostet ja auch sehr viel, das Ding. Also von daher soll es schon was bieten. Nein, das andere, was sich rausgestellt hat, ist halt super praktisch für mich. Das hier, was war hier immer ein bisschen knapp, dass es halt nur 2 Ports hat. Jetzt hat es deren 3 Ladeports und es hat noch diesen Stromeingang und Ausgang. Also man kann den klassischen Stromausgang nutzen. Ich habe das jetzt ausprobiert. Das da ist das Kabel, was man beispielsweise brauchen kann. So eins, so sehen die aus. Und da kann man jetzt halt alles anschließen daran. Ich habe beispielsweise meine EcoFlow Powerbank oder mein Solarkraftwerk Akku-Dingsi habe ich dann einfach da dran angeschlossen und gleich das direkt geladen, nicht über USB oder irgendwas, sondern direkt über dieses Stromkabel. Und das ist schon sehr, sehr cool. Das ist wirklich ein ganz praktisches Arbeitsgerät, das Ding. Und ich sehe jetzt gerade, wir haben nur noch 9% Akku. Ja, ich habe es da fleißig rauf und runter getestet. Aber wir können ja noch was Lustiges machen. Ich habe extra noch ein Kabel mitgebracht. Jetzt können wir schauen, ob wir es noch leer kriegen. Wir nehmen den schnellen Port. Jetzt muss ich wieder überlegen, welches ist. In, out, out. Das müsste der schnelle sein. Zack. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Habe ich nicht ausprobiert vorher. Hätte ich vielleicht machen sollen. Mal schauen, ob wir die eine mit dem anderen laden können. Und welche jetzt welche lädt.
Haha. Ja, sieh an, wir sind hier auf 9% und jetzt kommt der Strom von der anderen rein und wir sind da 91 Watt. Das ist natürlich Stromverschwendung, was ich jetzt hier praktiziere, aber die hier lädt jetzt nicht sehr. Aber man kann es halt. Und ich muss euch noch schnell das Menü zeigen. Das ist halt auch cool. Das ist ja nicht nur einfach ein Display, was anzeigt. Nein, man kann ja da in die Menüs rein. Da kann man auch alles Mögliche verstellen, wenn man jetzt ein Technikprofi ist. Ich werde da natürlich die Finger von lassen. Dann alle Werte über die Batterie kann man nachschauen. Ob man Grad oder Fahrenheit möchte. Timer. Was auch noch praktisch ist, man kann das Display drehen, wenn man es andersrum möchte. Habe ich beim Dünnen damals gemacht. So kann man da durchs Menü drücken mit einem Knopf. Und dann schalten wir es wieder aus. Zick. Also wirklich ein cooles Nerd-Spielzeug, würde ich sagen. Persönlich, so machen wir da wieder Schluss mit Stromverschwendung. Persönlich finde ich die violette, die kleinere, fast noch ein bisschen schöner und handlich, aber die hat halt nochmal mehr Kapazität und mehr Anschlüsse. Also mal schauen, welche längerfristig mein Favorit wird. Aber die Dinger gefallen mir wirklich sehr, muss ich sagen. Das finde ich einfach so, dieses Rillendesign hier hat mir immer sehr gut gefallen. So, jetzt aber genug Oberflächlichkeiten über Akkupacks. Sind ja am Ende des Tages Akkupacks und die kriegt man auch für wenige Euro mit der gleichen Stromleistung. Halt ohne das Display, ohne die teilweise coolen Anschlüsse und vor allem ohne dieses tolle Design. Dass ihr trotzdem noch Fragen dazu habt, das war ja erstaunlich letztes Mal. Ich habe den ja gedacht, ich mache da einfach ein kurzes Testchen irgendwo mal und dann kamen so viele Fragen zu dem. Also falls ihr da auch wieder Fragen habt, immer her damit. Ich bin da immer sehr gespannt, was euch interessiert an so Sachen. Ich bin ja da immer ein bisschen oberflächlich. Vielleicht habt ihr ganz andere Fragen. Also immer her damit, falls das Video gefallen hat. Daumen nach oben, falls ihr findet, die sind ja viel zu teuer und nur Akkupacks. Daumen nach unten. Ja, ihr habt's erlickt. Und einfach schön verpackte Akkupacks mit ein bisschen Zusatzfeatures. Was ihr noch nicht habt, Abo abschließen, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video zu Akkupacks. Ja, Spoiler, es ist noch ein Dritter unterwegs zu mir. Hat mir noch eine andere Firma geschrieben, die auch was unglaublich Verrücktes gemacht hat. Nein, und keine Sorge, das wird hier nicht zum Akkupack-Kanal, aber na, ich finde die Dinger überraschend spannend, lustigerweise. Hat mich selbst überrascht, also bevor ich mich noch mehr überrasche.